Der 12. Spieltag in der DL2 stand an. Lausitzer Füchse, der Tabellen-11. gegen den Tabellen-7. die Löwen aus Frankfurt. Die Weißwasseraner nach dem Freitagsspiel, nach dem 2:4 in Bad Nauheim natürlich in der Pflicht, hier möglichst 3 Punkte einzufahren. Und die Frankfurter mit Rückenwind aus ihrem Heimspiel gegen Kaufbeuren, welches sie mit 5:3 gewonnen haben, war natürlich eine Ausgangsposition, die ein enges Spiel erahnen ließ. Und genau das wurde es letztendlich auch. Das erste Drittel ist relativ schnell erzählt. Es gab ein Abtasten von beiden Mannschaften. Es war für beide Mannschaften doch recht schwierig, ins Spiel zu kommen. Viele Fehlpässe, viele halbe Aktionen. Es gab wenig Genauigkeit im Passspiel. Zwingende Torschancen waren Mangelware. Und wenn Torschancen dann letztendlich kreiert wurden, waren beide Torwarte jederzeit absolut auf der Höhe des Spiels. Bei den Frankfurtern Bastian Kutschis im Tor mit einer absolut tadellosen Leistung und das gleiche galt natürlich für Mac Carew bei den Lausitzer Füchsen. Mit 0:0 ging es in das zweite Drittel und auch hier war es wieder so recht zerfahren das Ganze. Viele Fehlpässe, beide Mannschaften taten sich doch recht schwer, ihr Spiel dem Gegner jeweils aufzuzwingen, zu klaren Torschancen zu kommen. Es gab einige Chancen auf beiden Seiten. Für die Frankfurter Suvanto, Kyle Wood als Verteidiger, großgewachsener Verteidiger mit der Nummer 3 oder auch Eduard Lewandowski, Sebastian Kolberg waren Absender von Schüssen auf das Tor von McCarew, aber der stand wie eine Wand im Kasten der Lausitzer Füchse. Auf seitens der Füchse gab es einige Chancen. Kel Kabashian, unser Neuzugang, Jonas Martin, der Mann aus der AHL aus Kanada. Dietz, Kania waren weitere Absender von mehr oder weniger platzierten Schüssen. Aber im Großen und Ganzen das zweite Drittel auch eine recht ausgeglichene Sache. Es passierte viel zwischen den Dritteln, im neutralen Drittel. Und Großchancen, zwingende Chancen, hundertprozentige, waren echte Mangelware. Es war bis dahin auch jederzeit ein absolut faires Spiel. Beide Mannschaften haben hart gekämpft, haben auch in den Banden, in den Ecken, haben ganz extrem gearbeitet, haben dort wirklich mit viel Kampf, mit viel Krampf teilweise auch versucht, dem Gegner den Stil aufzuzwingen. Aber Zählbares bis zur 40. Minute war Fehlanzeige. Ins dritte Drittel ging es dann mit dem Spielstand von 0:0. Und das dritte Drittel sollte hoffentlich einiges mehr an Action, einiges mehr an Toren, beziehungsweise sollte natürlich dann einen Sieger bringen. Auch die ersten Minuten, die ersten 6, 7, 8 Minuten, dort waren Großchancen mehr oder weniger Mangelware. Es gab Strafen auf beiden Seiten, zum Beispiel gegen die Frankfurter 47 Mitchell Beinstellen, aber das waren keine großen Geschichten, wo die Powerplay-Formation der Füchse Zählbares erspielen konnte. Dann kam die 51. Minute. In der 51. Minute gab es doppelte Überzahl für die Lausitzer Füchse und dort hat das Special Team von Trainer Corey Nielsen gezeigt, was es kann. Zuerst gab es in doppelter Überzahl das Tor durch Rian Schwarz auf Vorlage von Erik Mick. Und sage und schreibe, 13 Sekunden später dann der viel umjubelte Treffer zum 2:0. Das Spiel war, ich würde sagen, nicht unbedingt auf den Kopf gestellt, aber Weißwasser hat mit dem Doppelschlag ein absolutes Ausrufezeichen gesetzt und die Frankfurter waren sichtlich geschockt. Die Frankfurter dann auch im Laufe des letzten Drittels mit der Möglichkeit, in eigenem 5-3 Überzahlspiel das Blatt zu wenden. Und hier war es so, dass Weißwasser im Unterzahlblock perfekt stand, Weißwasser richtig gut gearbeitet hat und erstmal nichts zugelassen hat. Dann kam aber trotz allem der Anschlusstreffer für die Löwen Frankfurt. Schütze war Kolberg, die Assists kamen von Dimitriev und Suvanto und plötzlich stand es nach gespielten 58-38 im letzten Drittel nur noch 1:2 aus Frankfurter Sicht. Die letzten anderthalb Minuten für die Füchse waren wirklich harte, harte Arbeit. Dort ging es darum, den 2:1 Vorsprung zu verteidigen,
alles, was irgendwie möglich war, wurde in die Verteidigung, in die Defense gelegt. Schüsse wurden geblockt und hier wurde richtig, richtig hart gearbeitet. Die Füchse konnten den 2:1 Vorsprung über die Runden retten, konnten die 3 Punkte gegen die Löwen Frankfurt einfahren. Und das war natürlich eine perfekte Wiedergutmachung der Niederlage vom vergangenen Freitag. Zusammenfassend kann man sagen, ein schweres Spiel, ein hartes Stück Arbeit für die Lausitzer Füchse mit letztendlich dem besseren Ende für die Lausitzer Füchse. 2:1, 3 Punkte aus dem Sonntagsspiel gegen die Löwen Frankfurt waren eine Top-Ausbeute. Dieser Sieg lässt hoffen für die nächsten Spiele, wo die Weißwasseraner sicherlich die nächsten Punkte in der Tabelle einfahren wollen und den Anschluss in der doch schiefen Tabelle aufgrund Corona-bedingter Ausfälle korrigieren möchten.